Die Juden sagen über Jesus: Wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Jesus war kein Schriftgelehrter wie manche seiner Zeitgenossen. Und Jesus gibt die Antwort, dass er sagt: Was ich sage, stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt weiter, was ihm selbst gesagt wird. Was er empfängt, schenkt er weiter. Der Apostel Paulus hat geschrieben, dass der Geist für uns eintritt. Er nimmt sich unserer Schwachheit an. Der Geist Gottes, bezeugt unserem menschlichen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also unserem Geist wird gesagt vom Heiligen Geist, wir sind Kinder Gottes und können entsprechend leben. Der Geist bewirkt das. Und wir haben in der ersten Lesung gehört: Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Das ist das Wesen der Heiligen Schrift, dass sie uns erzählt von den Möglichkeiten des betenden Menschen. Der betende Mensch ist der, der offen ist auf den Größeren hin, auf Gott hin, auf Jesus hin, auf den Heiligen Geist hin. Der betende Mensch lässt diese drei zu sich kommen. Ein bisschen ungewöhnlich formuliert können wir sagen, die Christen, die betenden Christen, sind beziehungsweise. Sie sind weise aus einer Beziehung heraus. Die Gottesbeziehung, die Jesusbeziehung, die Beziehung zum Heiligen Geist gibt ihnen Weisheit. Und das ist das Wesen des Glaubenden, des betenden Menschen. Er lässt sich von Gott beschenken, er lässt sich von Gott, können wir sagen, aufbereiten, er lässt sich von Gott ausbilden und wird mehr und mehr dem Sohne Gottes ähnlich. Die heilige Teresa konnte von Kindheit an auf Gott hin orientiert leben. Und sie hatte von Kindheit an dieses Ewige vor Augen, vor dem geistigen Auge. Und sie konnte gut unterscheiden, was ist vergänglich, was ist trügerisch, was ist ein Ereignis in dieser Welt, aber unbedeutend für die kommende Welt. Die heilige Teresa hat einen Weg beschreiten können, der eben den betenden Menschen offen steht. Man sagt, dass wenn man jemanden auf einen Berg führen möchte, es gut ist, den Gipfel vorher zu zeigen. Dann darf Nebel kommen, dann darf es Regen und Wolken geben. Wer den Gipfel gesehen hat, der ist innerlich motiviert, dorthin zu streben. Und so tut es uns gut, Heilige vor Augen zu haben, die uns das Miteinander mit Gott so richtig vorleben.
Die heilige Teresa meint, Gott bewahre uns davor, dass wir immer gleich, wenn wir uns unvollkommen finden, sagen, wir sind keine Engel, wir sind keine Heiligen. Und sie meint weiter, bedenkt, dass wenn wir es auch noch nicht sind, wir uns doch darum bemühen sollen. Wenn wir uns anstrengen, reicht uns Gott die Hand. Wir müssen nicht fürchten, er würde uns im Stich lassen. Und dann sagt sie, es darf keinen Wunsch des Herrn geben, den wir nicht mit seiner Hilfe erfüllen wollen. Eine heilige Kühnheit müssen wir haben, denn Gott hilft den Mutigen ohne Ansehen der Person. Die heilige Teresa weiß, wenn uns von Gott etwas ans Herz gelegt wird, dann wird Gott uns selbst befähigen, dieses Anliegen auch zu verwirklichen. Und das meint sie auch mit heiliger Kühnheit. Und Gott unterstützt diejenigen, die die Anliegen Gottes zu den eigenen Anliegen machen. Und Gott reicht die Hand all jenen, die sich nach ihm ausstrecken. Ja, wir wissen, dass er die Hand reicht, bevor wir uns nach ihm ausstrecken. So sagt die heilige Teresa, du Gott hast Erbarmen, auch mit denen, die mit sich kein Erbarmen haben und die dich nicht suchen. Und sie sagt, du Gott erträgst uns so lange, du erträgst uns, bis wir uns angeglichen haben an die Art deines Sohnes. So will die heilige Teresa uns und alle Menschen ermutigen, betende Menschen zu sein, vertrauende Menschen zu sein, mutige Menschen zu sein. Und so sagt sie in einem ihrer Bücher, nämlich eines heißt Der Weg der Vollkommenheit, da sagt sie, ich sehe nur wenige Kontemplative, das sind diejenigen, die sich von Gott beschenken lassen, ich sehe nur wenige echte Kontemplative, die ich nicht als mutig erlebe. Und wenn sie schwach sind, ist das Erste, was der Herr tut, ihnen Mut einzuflößen und sie aufzubereiten, dass sie vor keiner Prüfung, die auf sie zukommen könnte, Angst haben. Die Teresa ist davon überzeugt, Gott überfordert nicht. Ja, Edith Stein, eine geistliche Tochter der Teresa, hat gesagt, wenn Gott zu uns sagt, du sollst, heißt das, du kannst. Denn Gott sagt nicht, du sollst, wenn du nicht kannst. Entscheidend aber ist es, mit Gott zusammenzuwirken. Und die heilige Teresa, die das Wasser als besonderes Symbol und Bild gesehen hat, welches die geistlichen Prozesse beschreibt, so die Ereignisse in der Seele, in denen etwas von Gott zum Menschen hinüberfließt, hinüberströmt, da ist sie ganz an Jesus orientiert, der sagt, aus dem Innern des glaubenden Menschen werden lebendige Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Also das Wasser ist im Verständnis der heiligen Teresa
ein Bild für das, was von Gott zum Menschen rüberströmt. Und so vergleicht sie sich selbst einmal mit einem ausgetrockneten Schwamm, der ins Wasser gelegt wird und der sich vollsaugt mit all dem, was von Gott herüberkommt. So ist die menschliche Seele dafür bestimmt, durchwirkt zu werden vom Geist Gottes, von der Gnade Gottes. Und sie sagt auch, dass die Seele im Bilde gesprochen wie über einen Brunnen eingerichtet ist. Und von unten wird die Seele erfüllt mit dem Geist, mit dem lebendigen Wasser der Liebe Gottes. Sie will uns weiterhin ermutigen, nämlich dass wir den Blick aufs Wesentliche richten und uns nicht in irgendwelchen Kleinigkeiten oder Details verlieren. Sie meint ebenso im Weg der Vollkommenheit: Bemüht euch also, Gott in Wahrheit zu erkennen, denn er achtet nicht auf so viele Kleinigkeiten, wie ihr meint. Und lasst nicht zu, dass eure Seele und euer Gemüt eng werden. Denn dann könnten euch viele Wohltaten verloren gehen. Lasst eure Seele nicht in die Ecke stellen, denn anstatt Heiligkeit zu erlangen, wird sie viele weitere Unvollkommenheiten annehmen und weder sich noch sonst jemanden nutzen. Das ist die Größe der heiligen Theresa, der großen heiligen Theresa, die sich auch von vielen Theologen, Gelehrten leiten hat lassen, die sich etwas sagen hat lassen und auf diese Weise aus einer gewissen Enge, die sie anfangs gehabt hat, sie spricht, dass eine knechtische Furcht sie anfangs geleitet hat, aus dieser Enge ist sie in die Freude, in die Freiheit und in die Freundschaft der Gotteskinder gekommen. Und der Mensch wird irgendwie zu der Größe kommen, die er vor Augen hat, im Blick auf Jesus. So sind wir eingeladen, uns selbst nicht in ein geistiges Eck zu stellen und die Seele nicht eng sein zu lassen, sondern sie soll weit werden. Und nehmen wir noch einmal das Bild vom Schwamm. Ein ausgetrockneter Schwamm ist auch zusammengezogen und er wird weiter, indem er getränkt wird mit dem Wasser. Und so wird die menschliche Seele auch weit. Und abschließend, Theresa zitiert einmal den heiligen Bernhard von Clairvaux, der nämlich sagt, die Seele eines Menschen ist so groß, wie seine Liebe groß ist. Amen. So spricht Jesus: Ich nenne euch nicht Knechte, sondern Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater empfangen habe. Würden wir die heilige Theresa fragen, bitten um eine Weisung für unser Leben, sie würde uns sagen: Seid innerlich sehr achtsam. So schreibt sie im Weg der Vollkommenheit. Innerlich achtsam sein, und wer innerlich achtsam ist, der wird das Äußere ganz im Sinne des Heiligen Geistes gestalten.